Ziemlich zerrissen ist aktuell die Gemütslage sowohl beim SV Wacker Burghausen als auch der DJK Filzing. Beide Teams lassen aktuell nicht gerade die Muskeln spielen, sondern hinken vielmehr den eigenen Erwartungen meilenweit hinterher. Die Hausherren warten mittlerweile seit 8 Spielen auf einen Sieg und sind nach dem starken Saisonstart auf Platz 8 durchgereicht worden. Noch wesentlich prekärer sogar die Lage beim Vorjahresvizemeister ganz in Gelb, der in den letzten 6 Partien lediglich 3 Punkte sammeln konnte und deshalb weiter tief im Tabellenkeller feststeckt. Die dank einer Freikartenaktion mit fast 3.500 Zuschauern top gefüllte Wacker Arena bis dato jedoch ein gutes Pflaster für die Oberpfälzer, die alle 3 bisherigen Auftritte in Burghausen für sich entscheiden konnten. Hier zunächst aber die gegenüber dem 0:2 in Würzburg gleich auf 5 Positionen veränderte Heimelf mit dem besseren Start und in der ersten halben Stunde mit einigen guten Offensivaktionen. Im letzten Drittel ließ Wacker jedoch wie schon zuletzt einfach die nötige Konsequenz vermissen. In den vergangenen 3 Heimspielen gab es ja kein einziges Tor. Allgemein die Partie aber schon wesentlich besser anzusehen als die beiden jüngsten Nullnummern gegen Aschaffenburg und Ansbach, auch weil die beim 0:4 gegen Schwaben-Augsburg in der Vorwoche desolaten Gäste gegen Ende des ersten Abschnitts auch etwas mutiger wurden. Kurz vor der Pause wird der wochenlang verletzte Tobias Hoch im Strafraum von Wojtek Maresch zu Fall gebracht. Schiedsrichter Andreas Dinger zeigt sofort auf den Punkt. Der etatmäßige Schütze Paul Grauschopf hatte zuletzt ja verschossen, deshalb nimmt sich Felix Weber der Sache an und verwandelt, wenn auch nicht unbedingt souverän, zum 1:0 nach 42 Minuten. Optimaler Zeitpunkt natürlich für seine Torpremiere im DJK-Trikot. Nach dem Seitenwechsel dann ähnlich wie zu Beginn des Spiels die Gastgeber sehr engagiert und vor allem über die rechte Seite immer wieder gefährlich. Doch auch Filzing setzte mit der Führung im Rücken immer wieder den ein oder anderen Nadelstich. Insgesamt entwickelte sich zur Stundenmarke ein offener Schlagabtausch. Allerdings fehlte beiden Teams bei ihren zahlreichen aussichtsreichen Abschlüssen einfach die nötige Präzision. Vor allem Erol Özbay hätte hier nach 70 Minuten eigentlich für die Vorentscheidung sorgen müssen. So etwas rächt sich ja bekanntermaßen oft. Im direkten Gegenzug kombiniert sich Burghausen mal schön durch und dann kommt der eingewechselte Daniel Baresch zum Abschluss. Sein Versuch aber zu schwach, da wäre durchaus mehr drin gewesen. In dieser Szene übrigens, leider nicht eingefangen von der Kamera, ein kritischer Zweikampf zwischen Tobias Duxner und Jim-Patrick Müller. Nach Rücksprache mit seinem Assistenten schickt Schiri Dinger den erst kurz zuvor eingewechselten Duxner mit glattrot runter. Und wenig später dann gleich der nächste Nackenschlag für Burghausen. Maresch wehrt hier den Ball mit der Hand ab und erneut entscheidet Dinger auf Elfmeter. Wieder tritt Weber an und dieses Mal drischt er die Kugel kompromisslos mit Gewalt in die Mitte zum 2:0 nach 84 Minuten. Aber Wacker kämpfte sich nochmal zurück und kam mit Ablauf der regulären Spielzeit zum Anschlusstreffer. Im zweiten Versuch drückt Baresch die Kugel vorbei an Putz zum 1:2 und beendet damit die 387 Minuten lange Tordurststrecke vor heimischem Publikum. Geht da jetzt etwa doch noch was für Burghausen? Nein, denn in der zweiten Minute der Nachspielzeit macht Joker Vincent Ketzer keine 20 Sekunden nach seiner Einwechslung mit dem 3:1 den Sack endgültig zu und sorgt damit für pure Erleichterung im Filzinger Lager. Zum Spiel muss ich sagen, dass ich auf 90 Minuten eine Mannschaft gesehen habe, die heute verdient gewonnen hat, meiner Meinung nach. Hervorheben möchte ich den Charakter der Mannschaft. Wir haben keine einfachen Wochen, speziell letzte Woche. Die Mannschaft hat öffentlich intern auf den Deckel gekriegt. Für uns verantwortlich ist es natürlich auch nicht so einfach, aber ich glaube, heute auf dem Platz hat man eine Einheit gesehen, die alles versucht haben. Das hat auch nicht alles geklappt, da brauchen wir jetzt auch nicht um einen heißen Brei herumreden, aber die haben sich eingeschmissen, haben füreinander gekämpft und am Ende des Tages, wie gesagt, meiner Meinung nach verdient gewonnen. Ich glaube, die Mannschaft wollte alles reinwerfen heute oder hat alles reingeworfen. Letztendlich waren wir heute in viele Situationen einfach ein bisschen zu unclever. Wir haben dann auch mit 10 Mann noch alles probiert und letztendlich hat es aber dann einfach nicht gereicht und es war unterm Strich dann doch zu wenig. Und von dem her, klar, sind wir da alle miteinander im Boot und übernehmen natürlich auch die Verantwortung, dass das nicht heute so war, wie wir es vorgestellt haben. Burghausen bleibt also zum 9. Mal in Folge ohne Sieg und droht schon vor der Winterpause im Niemandsland der Tabelle zu versinken. Filzing nimmt dagegen nicht nur Revanche für die 0:3 Hinspielniederlage, sondern entscheidet auch das 4. Duell in der Wacker Arena für sich und sammelt damit 3 ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf.